Olli Hüsing, 1-1 hier in wirklich buchstäblich letzter Minute der Nachspielzeit. Wie groß ist die Erleichterung, hier mit 10 Mann am Ende nach der Verletzung von Fabian Klos doch noch einen Punkt bei Starpen Darmstädtern erreicht zu haben? Ja, das merkt man, wenn man hier hinkommt von der Kulisse. Darmstadt eine sehr gute Mannschaft, aber wir auch. Und ich glaube, wir haben uns den Punkt am Ende dadurch verdient, dass wir eben nicht umgefallen sind in einigen Druckphasen. Hatten selber auch immer wieder Chancen, auch wenn Darmstadt mehr vom Spiel hatte. Ja, aber insgesamt absolute Energieleistung wieder am Ende von der Mannschaft mit zu 10. Und ja, deswegen glaube ich auch ein bisschen glücklich, aber verdient. Was war los in der ersten Halbzeit? Wieder das frühe Gegentor, gerade bei diesem heißen Wetter. Ja, was war da los mit der Mannschaft? Ja, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Der Trainer hat darauf hingewiesen, dass Darmstadt gerade in der Anfangsphase enormen Druck macht. Da haben wir als Mannschaft nicht genug dagegen gehalten, waren nicht gallig genug, nicht aggressiv genug. Erste, zweite Bälle, da keine gute Struktur gehabt. Ja, da müssen wir drüber sprechen, das können wir besser. Müssen mit noch mehr Körperlichkeit spielen. Ja, aber nochmal, wir haben uns in das Spiel reingebissen und den Punkt dann verdient, weil wir eben dagegen gehalten haben, nicht umgefallen sind. Ja, und das gibt uns Schub für die nächste Woche. Ist das vielleicht auch der Unterschied als zu Beginn der Saison? Man hat gemerkt, am Ende, man hat alles gegeben mit 10 Mann bei dieser Hitze, auf dem Platz ja dann wahrscheinlich schon bald 40 Grad in der Sonne, dass da nochmal, dass die Hoffnung noch da war, immer durch eine Aktion noch einen Punkt mitzunehmen. Ja, ich glaube, insgesamt kommt so langsam der Glaube an die eigene Stärke bei uns zurück. Was uns am Anfang definitiv gefehlt hat, wo wir in so eine kleine Negativspirale reingekommen sind. Aber ja, dieses Selbstverständnis, das müssen wir uns weiterarbeiten, Woche für Woche, und dann werden wir auch noch einen Schritt nach vorne machen. Kann man sagen, Punkt für die Moral jetzt, das ist ja auf jeden Fall ein Sieg für die Moral, der eine Punkt vielleicht so? Nee, ein Punkt für die Moral, also mehr auch nicht als ein Punkt, aber ja, tut definitiv gut. So kurz vor Schluss gibt uns hoffentlich Schwung für die nächste Woche. Okay, danke Olli. Danke.